Dungeon. Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Testspielchen, was auch immer, dem Beer Factory Prolog. Okay, viel zu laut. So sollte reichen. Na, noch ein bisschen hier. So. Ja, so. Anwenden und sparen. Aha. Mhm. Alles auf Epic, sehr schön. Kontrolle. Querti oder Azerti? Na, wir wollen natürlich Querti. Ne, wir wollen Querz eigentlich haben. Egal. Wird schon stimmen. Na gut, ich starte einfach rein. Ich guck mir das nicht lange an. Schwierigkeit. Im Normalmodus spielst du mit der Spielerfahrung, wie sie entworfen wurde. Francis ist anwesend. Im friedlichen Modus triffst du Francis nur einmal, der einen Gabelstapel abgeteilt zurücklässt, der den Turbo freischaltet. Du wirst ihn jedoch nicht mehr begegnen und auch keine zufälligen Boni bekommen, die er hinterlässt, wie Geld und andere Gabelstapel-Upgrade-Teile. Es ist sowieso der Prolog, deswegen spielen wir es auch normal. Und lassen uns von Francis begleiten. Im Pausenmenü findest du jede Menge Hilfe. Beer Factory. Sehr schön. Oh, oha. Oh, ja. Oh mein Gott, hallo? Okay. Unser Budget ermöglicht es uns, diese alte Fabrik zu kaufen. Hallo Hund. Bevor wir sie endgültig in Betrieb nehmen, müssen wir den Strom wieder einschalten, die Fabrik reinigen und einige Renovierungsarbeiten durchführen. Der Vorbesitzer hat eine Maschine in dem abgerissenen Teil der Fabrik zurückgelassen. Vielleicht können wir sie wiederherstellen. Ich schaue nach ein paar Subventionen, während ich doch darauf warte, dass du die Fabrik aufräumst. Ah, und bevor ich dich verlasse, ich habe gehört, dass die Fabrik besetzt worden ist, aber vielleicht ist das nur ein Gerücht. Na, ob das ein Gerücht ist, das werden wir gleich herausfinden, wenn ich den Hund wieder rausgeschmissen habe. Einen Moment. So, da bin ich wieder. So. Wir haben 1100 Geld, 0 von 15 Rufpunkten und Level 1. Unser erstes Ziel ist, öffnen die Fabrikschranke. Ja, das kriege ich doch hin. Es sieht ja bisher, also, was heißt bisher, es sieht ja so jetzt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Als nächstes müssen wir die Bürotür der Fabrik öffnen. Meine Güte. Seht es mir ab, ich habe, es ist Samstag. Ich hatte Frühschicht. Ich bin fertig. Es ist spät. Entriegele und öffne die Bürotür. Das machen wir doch. Wir haben noch einen Schlüssel, sehr schön. Das ist aber gar nicht. Okay, nehmen wir mit. Okay. Einen ganzen Euro hat das gekostet. Wofür? Wieso gebe ich denn da einen Euro aus? Das steht doch hier, das gehört doch uns. Wie springt ich denn? Nee, wird schon stimmen.
Okay, wow. Na, trinken wir doch. Okay. Ach, mit F muss ich das nehmen. Okay, nice. Geile Musik. Junge, verpiss dich. Okay, okay, I got it. I'm leaving. Was ist das so für dich? Hör ab. Huch, was ist das? Pimp My Forklift. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Tuning-Teil erhalten. Propan. Okay. Hau ab! Wichtig! Ich hau dir auf den Schnauze. So, finde die erste Gabel. Finde Gabel. Ach, draußen. Finde Gabelstapler wahrscheinlich. Aha. Passe die Gabel. Montiere die Gabel an den Gabelstapler. Finde die zweite Gabel. Das ist ja übel schon gespoilert. Ich will das doch selber suchen. Ja, wo könnte die Gabel nur sein? Vielleicht da oben. Oder hier hinten. Ist das vielleicht die Gabel? Das ist nicht die Gabel. Hm. Ist das hier die Gabel? Das ist nicht die Gabel. Die Gabel. Ich hab sie gefunden. Montiere die Gabel an den Gabelstapler. Das machen wir. Das machen wir doch gerne. Gabelstapler. Freigeschaltet. Öffnen Sie die Haupttür in der Fabrik. Das kriege ich doch hin. Überall der gleiche scheiß Schlüssel. Beim Laptop jetzt stecken? Das beobachte ich. Der bleibt stecken. Krass. Wirf den Müll in die Tonne. Hier ist so viel Müll. Auf Meter, Value Meter. Nehmen die nämlich besser nicht. So, hier war ja nichts mehr, ne? Sieht gut aus. Ich hatte doch irgendwo direkt hier, guck mal. Ich krieg die ganze Zeit Punkte dafür, dass ich den Müll da reinschmeiße. Oh! Neon. Neues Teil gefunden. Ist ja geil. So, so, so. Noch ein Teil gefunden. Geld! 96,02. 96 und 2 Cent. Nice. Ding. Alleine, dass man das so bis nach hinten hinwerfen kann, ist ja schon geil. Nein, ich räume jetzt hier erstmal auf. So, sonst noch was? Hier ist noch was. Nein, ich habe einen nicht getroffen. Oh mein Gott. Das kommt wahrscheinlich erst später. Ich hatte doch noch einen. Hatte ich doch noch hier draußen. Hier sind noch auf jeden Fall noch eine. Einige.
schmeiße es jetzt mal da vorne. Und ich hatte doch den hier, genau, den beworfen. Noch mehr davon. Was ein Müll hier alles. Ich glaube, das war es jetzt. Hoffentlich. Das ist eine andere. Ich hatte doch eben zwei Müllsäcke hingeschickt. Ach, da sind. Habe ich da gerade Flaschen gehört? Nee. War nur ein sehr komisches Geräusch. Hier sind Bricks. Hier ist noch Müll. Den Müll können wir aber nicht aufsammeln. Das ist guter Müll. Es gibt also guten Müll und Müll, den wir aufsammeln können, weil das kein guter Müll ist. Wo geht's hier hin? Ist hier noch Müll? Das ist noch Müll. Rattenmüll! Oh. Spoiler Nummer 0. Hier hoch? Nein. Okay, schade. Gut, dann haben wir, glaube ich, den Müll. Wo ist jetzt wieder der zweite? Ist er wieder hinten gelandet? Oder waren das gar nicht zwei? Das waren noch zwei. Das Gefühl, hier verschwinden manchmal einfach die Müllsäcke. Naja, egal. Wird schon stimmen. So, wir sind schon Ruf 2. Das ist sehr schön. Taufe ein Wesen im... Ich dachte gerade, ich hätte zweite Schritte hinter mir gehört, aber egal. Kaufe ein Wesen im Werkzeugshop. Wäre schon lustig, wenn das jetzt plötzlich ein Horrorspiel wird. Wesen freigeschaltet. Wow. Wir sind so weit gekommen jetzt. Das wird die ganze Firma und die Fabrik jetzt einfach richtig aufwerten. Eben stand es doch noch hier. Ach, hier ist auch so ein Schild. Ah. Reinige den Fabrikboden mit deinem Wesen. Das ist wirklich ein sehr krasser Besen. Wollen wir dir das Ende einfach so aufzutscht. Der will hier nur kaufen, kaufen, kaufen. Warum kann ich nicht erstmal zu Ende alles sauber machen? Mal ganz ruhig. Achso, kann ich den Besen? Hat er hier eine Halterung oder irgendwas? Nein. So, den habe ich einfach jetzt. Achso, okay. Ich dachte, den kann ich wieder wegstellen. Werkzeuge freigeschaltet. Sexy. Ah. F für die Lagerstützen. Respekt. Die Lagerstützen haben meinen vollsten Respekt. Alter, ist das scheiße. Die Steuerung ist top.
Jetzt ist die Musik schon wieder weg. Ah ne, da ist sie wieder. Okay, bin die erste Schütze. Die Schütze bauen wir natürlich hier sofort ein. Und die zweite Schütze. Jetzt natürlich, dass du alles erstmal selber zusammenbauen musst, bevor es überhaupt losgeht, finde ich geil. Finde ich ganz ehrlich, finde ich gut. Ich lese es ja eh vor. Wozu kann ich es überspringen, wenn er doch weiter liest? Okay. Gute Nachrichten, ich habe einige Subventionen für deine Fabrik gefunden. Du wirst eine Überweisung erhalten. Mit dieser Menge solltest du in der Lage sein, die Trennwand in der Fabrik abzureißen und die Maschine im hinteren Teil zu renovieren. Wenn du mehr Geld brauchst, gibt es einige Investoren, die interessiert sind. Gehe zum Computer, um mehr zu erfahren und sehe dir die Investitionsbedingungen an. Okay. Achso. Kaufe eine neue Erweiterung. Huch. Kaufe eine neue Erweiterung. Das machen wir doch. Bauunternehmen, Maschinen, Lieferung, Investor, Gabelstapler. Upgrades. Bauunternehmen. Maschinenraum. Ah. Getreideschrotmühle. Ja, dann kaufen wir die doch. Getreideschrotmühle freigeschaltet. Wow. Einen Vertrag annehmen. Einzelperson. Der investiert einfach nur. Ich würde schon die nehmen. Oder? Wer interessiert sich für mein Unternehmen? Wir kriegen 7,5. 10%. Ich nehme den in der Mitte. Huch. Ich soll das gerade. Ach, Huch. Ja, ja, gut. Okay. Rohr mal Säcke. Lieferung. Was? Eine Palette. Eins. Bestellen. Ein Sack oder eine. Was? Wann ist denn eine Palette bei denen? Ach, das ist eine Palette. Bestellen. Ich muss mal wieder einen Kaffee sitten. Sonst gehen wir noch ein dort. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Sache hier übrigens geht, ne? Also. Ich lasse mich einfach drauf ein. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Ich muss noch ganz kurz fegen. Theoretisch. Naja, egal. Oh Gott, jetzt geht's ans Fahren. Drüber, ich bin drüber. Und unten ist Crew. Noch weiter runter, ich sehe das nicht. Ah, okay.
Ja, klappt doch gut. So kann ich auf jeden Fall gut arbeiten. Wie komme ich denn hier raus? C. Ja gut, also. Kann ich die irgendwie wieder umschubsen? Nein. Klappt jetzt eher so sehen. Ach, das geht. Oh, oh, oh. Aha. Geil. Ich bin so ein Profi. Ich will... Sag mal, liegt das an mir oder hört man das Horn gar nicht? Also, die Hupe. Naja. So geht das nicht. Eher so. Oh, ich soll jetzt den Schmutz reinigen. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt funktioniert, aber wird schon stimmen. Brauch meinen Besen. Das war nicht richtig. Oder? Engine, Stop. Power, Fill, Readiness. Ach was. Geil. Okay. Der steuert sich rückwärts 1000-mal besser als vorwärts. Was soll das? So. Oha, ich bin so krass. Was wäre da mal los? Wie scheiße, ich muss schnell fegen. Nein, geh weg, ich muss fegen. Wo ist der Besen? Ach, den habe ich ja dabei. Oh. Das ist so ungewohnt, dass man den dabei hat. Ich will das immer irgendwo holen. Ich bin das so gewohnt, dass man den irgendwo in einem Raum liegen hat und dann holt man sich den und naja. Egal. So, gibt's eigentlich auch ein Tor oder sowas? Nein. Ach, das kommt später. Okay, alles klar. Kann ich hier rauswerfen? Nein. Kann ich ein Fenster aufmachen? Nein, auch nicht. Okay. Na gut, wenn es sein muss, dann mache ich halt so. Wie man draußen einfach nur die Müllsäcke fliegen sieht, ey. Wenn ich das mal in echt so auf Arbeit machen könnte. Alles tausendmal entspannter. Ich schwöre. So. Wie noch zwei Säcke. So. Deswegen noch zwei Säcke, weil einer daneben gelandet war. So.
No smoking. Wie spät ist es eigentlich? Es ist 14 Uhr oder 2 Uhr. 14 Uhr oder 2 Uhr 23. Irgendwas wird schon stimmen. 1971. Okay. Ja. Schließe deinen ersten Vertrag ab. Verträge. Bestätigen. Ach so, 17 Stück muss ich machen. Dann muss ich erstmal bestellen oder was? Lieferung. 17 Stück brauche ich ja noch, ne? Oh, wird schon passen. So, während wir warten, ich bin gleich wieder da. Mach einmal so. Geht's da weiter? Nein, okay. Dann mach ich mal so. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment, der Hund ist schon wieder drin. So. Nach 20 Minuten intensivem Ballspiel und um den Hof laufen, habe ich den Hund dann jetzt mal wieder abgefertigt für ein paar Sekündchen und jetzt kann es weitergehen mit The Factory Prologue. Es ist so leise. Jetzt geht's wieder los. Sehr schön. Achso, ich muss auch wieder mit Mr. Gabelstapler rankommen. Warte, ich mache erstmal die Tür schon auf. Definitiv mal wieder zu hoch. Gucken wir das, ne? Und jetzt. Oh nö, der andere schon wieder. Wo ist der? Hier draußen. Aber ich habe keinen Müll. Kann ich Müll? Krieg ich Müll? Kann ich nochmal was in meinem Müll haben, bitte? Ich hab nichts zum Werfen. Kann ich den Sack nehmen? Kann ich ihn wegwischen? Ich hab leider keine Möglichkeit, ihn mit irgendwas abzuwerfen. Also mache ich jetzt einfach weiter. Okay. Ach, der ist so hinten. Okay. Danke. Nehme ich mit. Was? Get it? Ich bleib liegen? Okay. Nimmt er sich das hier auch selber? Nein, offensichtlich nicht. Okay. Funktioniert das oder? Das wird schon gehen. Ich brauche einen neuen Kaffee. Kaffee, ist jetzt Zeit für Kaffee. Der Kaffee. Ja. Ich muss jetzt noch warten und trinken. Ich habe mir mein Büro noch gar nicht richtig angeguckt. Okay, die Couch ist echt hässlich.
Und sich das jetzt alles erst. Rauchen alle 5 Minuten hier, meine Fresse. Options, Private Print, E-Mail, Files. Aha. Na gut. Wieso steuert sie sich denn 1000-mal besser bei der Rückwärtsfahrt? Warum ist er so langsam? Er hat so wenig Sprit. Was ist los mit dem? Mit uns. So. Sieht hier alles nicht sehr gesund aus. Ich glaube daran, dass das schon gut oben ankommen wird. Ja, das sieht wirklich sehr gut aus. Genauso muss das aussehen. Wie viele kann ich denn auf einmal? Weiß das jemand? Nicht, dass ich jetzt mit irgendwen hier reden könnte. Es ist kein Livestream, aber... Naja, einfach fahren lassen, würde ich sagen. So. So, die Frage, sind schon alle oben? Nein. Da sind noch welche. Ich sehe sie fallen. Ich glaube, das war's. Alles sehr legit aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, heilige Scheiße. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. 13, 14, 15, 16, einer fehlt mir. Einer ist hier vorhin gerade weggeflogen, oder so ist er hingeflogen, ist die Frage. Oder kommt da noch einer? Nö. Wo ist denn der eben hingeflogen? Hier war doch gerade noch einer. Wo ist denn dieses letzte Säckchen hingeflogen?
Und er steckt da irgendwo eins fest. Natürlich gut möglich. Naja. Aber glaube ich sowieso einen mehr als wir brauchen, ne? Ja, passt. Okay. Geil, 22 Rufpunkte. Ja, Level 3. Was, Mitarbeiter? Derek Johnson. Derek Johnson ist ein begeisterter und entschlossener Mitarbeiter, der sich darauf freut, die Bierproduktion zu erlernen. Er ist ein schneller Lerner, auf Details bedacht und arbeitet leicht im Team, um Produktionsziele zu erreichen. Er ist auch flexibel und motiviert, hart zu arbeiten, um seine beruflichen Ziele zu erreichen. 57 die Stunde, 50 Euro geben wir aus, er ist Level 1 eingestellt. 50! Erstmal ein Kaffee. Gabelstapler, nee, Quatsch, Mitarbeiter, nee, Investor, nein, Vertrag, nein, Lieferer. 50 Malz. Drei Paletten bestellen wir. 2K, das ist doch nix. Das sind nur 2000 Kaffee. Die brauche ich am Tag. Pro Schicht. Moin, Brudi. Was? Reinigungskraft? Nee. Elfeine. Ich denke, er will die Bierproduktion lernen. Warum muss er denn Reinigungskraft spielen hier? Die Steuerung ist so fabelhaft, ne? Es wird mir keiner glauben, wie gut die ist. Was ist denn das jetzt? Wo sind meine anderen? Hä? Ich hab doch 50 bestellt. 3 Paletten hat er gesagt. Geh mal weg hier, ich muss hier arbeiten. So, Mister motiviert, wo bleibst du? Du willst das lernen. Komm her mit dem Arsch. Hä? Ist jetzt einfach gegangen? Ja, ist ja gut. Ich komme ja gleich. Legit ist gar kein Problem. Kann er nicht? Wo ist denn der? Kann er nicht? Kann der überhaupt? Wo holst du den her? Warum? Ja, auf Reinigungskraft zu spielen. Was für viel zu viel Geld. Kann ich mal alleine? Hallo?
So. Ach ja. Ganz ehrlich, man kann es zwar sagen, 57 die Stunde ist nicht viel, aber für so ein paar Säcke hin und her tragen, ne? Und wirklich viel mehr macht er ja nicht. Ja, die Dinger hier alle durch die Gegend fliegen. So. Cool. Rotisch ab. 24,55. Wenn es drei Paletten sind auf den... Ja, einfach 24. Und jetzt nochmal 24 und dann nochmal 2 oder was? Weil wie schnell ist denn der wieder da? Die verarschen mich doch hier. Der fällt auch nur um die Ecke. Legt das in den nächsten LKW und der LKW kommt hier wieder vorgefahren. Der geht jetzt wieder rum, stellt sich wieder in die Reihe und lässt sich gleich von dem wieder beliefern. Ich schwöre. Ich liefer das hier nur hin und her. Ich krieg die gleichen Säcke wieder geliefert, wie ich abgeliefert habe. Ich verarsche mich. Ich kündige. Der andere Trottel läuft auch nur durch die Gegend und tut so als ob. Kassierte dafür 7,50. La 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 la. Und wenn mein zweiter Auftrag schon ist, exportiere 50 geschrotete Malzsäcke, warum kann ich denn nicht 25 Stück auf eine Palette schmeißen? Verstehe ich nicht. Dann hätte ich zwei Paletten gehabt, hätte mir den Rest ersparen können. Aber nein, jetzt kommt noch eine dritte Palette. Das ist alles Sprit, den ich ausgeben muss hier. So langsam hier. Kann ich aber nicht ein bisschen Speed reinhauen? Ja, kann ich.
So. Das ist der letzte gewesen, wie es aussieht. So. Jetzt nochmal das Gleiche. Und sonst so. Schön, freut mich. Es sind 5 Minuten, kassiert er schon wieder 57. Ne, der hat gerade schon wieder 57 kassiert. Er kriegt alle 5 Minuten 57? Für was denn? Er hat doch nicht mal was gemacht in der letzten Stunde. Mich verarschen. Das ist ein Mobbing-Spiel. Ich will auch 57 für sowas kriegen, fürs Nichtstun. Das geht auch. Ist ja geil. Funktioniert auch. Na gut. Noch 2 Stück. Wir haben es gleich geschafft. Ach, das war schon. The Factory. Oha. Das Bild ist stehen geblieben. Wow. Wahnsinn. Ich kann mich kaum noch auf dem Stuhl halten. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Also dieses Bild, das ist so... Was nun los? Haben wir es jetzt freigeschaltet? Ist es jetzt das Ende? Muss ich jetzt ausmachen? Was ist hier los? Hallo? The Factory. Prolog? Ja. Ich glaube... Das war Bee Factory Prolog. Ich glaube, wir haben es nicht freigeschaltet, sondern das ist das Ende. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich kann nichts tun oder drücken oder sonst irgendwas. Ja, das Spiel hat, ich würde sagen, das war doch ziemlich erfolgreich. Wir haben immerhin ein paar Mal Säcke geschrotet oder gereinigt oder was auch immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, bei der nächsten Aufnahme, beim nächsten Stream, beim nächsten was auch immer sehen wir uns wieder. Haut rein und tüdelü.